Hallihallo bei Filmab. Ihr habt gerade MTS gelesen. Ne? Was ist das? Wo bin ich hier? Ich bin hier bei einem Synchronstudio. Movie-Tonstudio nennt sich das, in München. Denn ich schaue mir Synchronarbeiten an, also so die Übersetzung von Englisch ins Deutsch, zu Toy Story 2. Vielleicht kennt ihr Toy Story 1 noch. Das war vor 4 Jahren der allererste komplett computeranimierte Film mit sehr süßen Figuren. Und jetzt gibt's Toy Story 2 am 3. Februar im Kino zu sehen. Sehr, sehr, sehr schön und ganz anders und ganz neu natürlich. Aber das können wir gleich noch ein bisschen genauer begutachten und vor allem auch mal sehen, wie sowas eigentlich vor sich geht hier. Ne? Darum würde ich mal sagen, wir schauen mal zu Movieton hinein. Und bis dahin gibt's für euch die Vorschau. So, ich bin jetzt hier im Synchronstudio gelandet zu Toy Story 2. Damit ihr das auch alle richtig verstehen könnt, wird das nämlich nachsynchronisiert. Und neben mir sitzt Hartmut Neugebauer. Hallo. Hallo. Das ist der Regisseur und auch ein Mitsprecher von diesem Film. Ja, Charlie Naseweiß, die Kartoffel, die sich selbst zerlegen kann. Hört sich das jetzt schon genauso an oder spricht er eigentlich ein bisschen anders? Nein, der Charlie spricht eigentlich ein bisschen anders. Der Charlie ist nämlich ziemlich forsch und er ist immer gut drauf und er möchte ganz gerne immer das Sagen haben, aber die anderen lassen ihn das nicht so. Auf jeden Fall braucht man eine ganz besondere Stimme, oder? Na, ich frage jetzt einfach mal ganz von Anfang an. Wie laufen so Synchronarbeiten überhaupt ab? Naja, die Besetzung läuft ab, indem man eigentlich sich das Original anhört und dann sich vorstellt, wer könnte welche Rolle sprechen. Dann wird ein Probesprechen gemacht, dann wird ausgewählt, mithilfe von Burbank in Kalifornien, das muss man alles einschicken. Es darf gar nicht hier entschieden werden, nur bei den kleinen Rollen darf es hier entschieden werden. Dann kriegt man von drüben ein sogenanntes Approved und ist ganz stolz und glücklich, dass man die Rolle sprechen darf. Und dann geht's ab ins Studio und dann wird gesprochen. Und wird er auch so, also, naja, casten die einen auch, wenn sie denken, der sieht so ähnlich aus? Oder das ist eigentlich nur die Stimme, nur danach wird man genommen, ne? Ja, eigentlich wird man nur nach der Stimme genommen. Das heißt, es gibt im Amerikanischen, in Amerika sind es oft prominente Schauspieler, die diese Figuren sprechen. Dann wird schon gerne der Sprecher genommen, der auch den Schauspieler in deutschen Synchronisationen normalerweise spricht. Aber es geht auch sehr auf Äußerlichkeiten. Also hier bei unserer Rolle mit dem Earl zum Beispiel, der Spielzeugsammler, der ist, naja, da ist Rainer Basedow Typ besetzt, mehr äußerlich. Ja, ich weiß noch nicht, wie es dann nachher klingt, das sehen wir nachher alles. Aber ich denke mal, hier wird nicht gesprochen, sondern hier ist die Regie, da wird es aufgenommen. Ja. Wie ist das eigentlich, also da hinten ist die Kabine, da stehen dann die Schauspieler drin oder die Synchronsprecher sind ja meistens auch Schauspieler, denke ich mal, ne? Und sprechen die da alle auf einmal oder wie geht das? Nein, der Film wird in ganz kleine Stückchen zerlegt. Satz für Satz wird jede Figur extra aufgenommen. Das heißt, wir lassen es oft zusammen und hintereinander, sodass die Schauspieler aufeinander reagieren können, auch wenn sie nicht im selben Take zusammen sind. Aber wenn zum Beispiel die Karin jetzt einen Take hat als Jessie the Cowgirl und dann der Walter von Hauff als Bass, dann sind sie doch beide im Studio. Nicht, dass jeder ganz alleine aufgenommen wird. Erstens fühlen sie sich dann einsam, weil sie zu wenig Ansprache haben. Und zweitens ist es wirklich so, dass die Regiearbeit dadurch leichter wird, wenn sie aufeinander reagieren können. Gut, also gleich seht ihr noch ein bisschen mehr über die Synchronarbeiten zu dem Film Toy Story 2. Aber wahrscheinlich wisst ihr noch gar nicht, um was es da genau geht. Und darum gibt es jetzt für euch ein Special. Flohmarkt! Flohmarkt! 1995 schrieb Toy Story Filmgeschichte als erster komplett computeranimierter Spielfilm. Jetzt wird die Erfolgsstory der superniedlichen Spielzeughelden fortgesetzt. In Amerika spielte Toy Story 2 bisher rund 220 Millionen Dollar ein und der Erfolg dürfte sich bei uns wiederholen. Denn Toy Story 2 ist noch liebevoller animiert und bietet eine echt rasante und witzige Story. Im Mittelpunkt stehen natürlich Cowboy Woody und sein Kumpel Buzz Lightyear. Aus Versehen landet Woody auf dem Flohmarkt, wo er gleich dem geldgierigen Spielzeughändler Al in die Hände fällt. Oh, wenn jetzt auch noch dein handgenähter Polyvinyl-Hut, da ist der! Ich hab ihn! Doch Al hat nicht mit den restlichen Toys gerechnet, angeführt von Space Ranger Buzz Lightyear. Mein Freund, wenn ich für ihn nicht dasselbe tun würde. Ich pack dir deine zornigen Augen ein, nur für alle Fälle. Schwärmt aus! Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Aus der Bahn! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Und rede mit keinem Spielzeug, das du nicht kennst! Wir müssen rüber! Ich lass mich doch nicht zu Kartoffelbrei zermanschen. Ich bin zwar nicht der schlaueste Hund, aber ich weiß, was ein Unfallopfer ist. Stopp! Ah!
Während die Toys ihr Spielzeugleben riskieren, um Woody zu befreien, macht der Cowboy eine überraschende Entdeckung. Er ist der Star einer ganzen Western-Kollektion und zu der gehört auch das Cowgirl Jessie. Plötzlich weiß Woody gar nicht mehr, ob er wirklich in das langweilige Spielzimmer zurück will. Hey, stopp! Du bist es! Ja, das bist wirklich du! Ich bin's! In dem Gang waren wir schon. In dem Gang waren wir noch nicht. Der springt zurück. Am 3. Februar kommt Toy Story 2 auch in unsere Kinos. Und den Spaß sollte man sich nicht entgehen lassen. Achtung, ich lasse gleich diese Wand los. Er wird doch nicht... Eins, er wird... Ja! Zwei... Was, Jungs? Drei! So, das war jetzt ein ganz kleines Stückchen, was man hier gesehen hat, ohne Stimme. Welche Spur wäre das jetzt hier gewesen? Ja. Da kann man das hören. Ah, das, wie viele Spuren gibt es da? Naja, das ist hier die O-Tonspur, aber wir haben zum Aufnehmen haben wir acht Spuren für die MOD. Sodass wir also... MOD, ganz kurz, was ist das? Das ist der Tonträger. Früher war das mal ein dickes, breites Tonband und dann war es ein schmales Tonband und dann war es ein Mehrspurband. Und jetzt ist es nur noch eine digitale Platte. Das heißt, das Teil ist ungefähr in so einem Kasten drin, ist ein bisschen größer als eine CD und nimmt so auf. Da kann man dann acht verschiedene Menschen nebeneinander sprechen lassen und nachher alle zusammen. Genau, und dann kann man das alles zusammenmischen. Also man hat acht verschiedene Spuren, man kann die zusammenfügen, übereinander reden lassen, hintereinander reden lassen. Alles am Computer auch beliebig vertauschen? Alles am Computer beliebig machbar und vertauschbar, ja. Wie lange braucht man dann für so einen 90-minütigen Film, um das nachzusynchronisieren? Also für die Aufnahme, gerade hier bei Toy Story 2, haben wir 10 Tage gebraucht. Das geht aber schnell, oder? Ja, manchmal geht es noch schneller. Aber es sind sehr viele Figuren und man muss, weil Animation ist schwerer zu synchronisieren als normale Menschen, weil die Schauspieler müssen sich auf Kunstfiguren einstellen. Und da ist es nicht so leicht, mit der Sprache hinzukommen. Deswegen muss man kürzere Takes machen und braucht entsprechend länger für die Aufnahme. Was macht man eigentlich oder wie versetzt man sich in eine Kartoffel? Man muss immer versuchen, diesem Rühreisen auszuweichen, das ein Kartoffelpüree aus einem macht. Und also die Kartoffel hat ja, hier diese Kartoffel hat ja einen besonderen Charakter. Charlie hat sich ja immer eine Frau gewünscht und er kriegt ja auch eine Frau in diesem Falle. Die ist noch viel energischer als er und die schafft es, was er nicht schafft, nämlich alle rundherum zu kommandieren, inklusive ihm selber. Was so weit führt, dass er am Schluss noch Adoptivvater wird. Aber ich will nicht zu viel vom Film verraten. Er ist jedenfalls eine Kartoffel unter dem Pantoffel, das habe ich schon mitgekriegt. So ist es, ne? Er ist eine Kartoffel unter dem Pantoffel, ja. Kriegen wir noch mal eine kleine Kostprobe von dem Satz? Ich bin eine Kartoffel unter dem Pantoffel, ich bin verheiratet. Also man sollte auf jeden Fall einen Spieltrieb haben, wenn man sowas synchronisiert, ja, oder? Das in jedem Falle. Und es ist ja auch so, wenn man manche Kollegen beobachtet, wenn die vor dem Mikrofon stehen, dann führen die sich so albern auf, dass sie sich schon manchmal selber an die Nase fassen und sagen, um Gottes Willen, hoffentlich kriegen meine Kinder nie zu sehen, was ich hier mache. Die halten mich sonst für blöd. Kriegt man auch manchmal so einen Lachanfall, dass man gar nicht mehr weiterreden kann vor Lachen? Jo, ja, das auch. Vor allen Dingen, wenn mehrere zusammen sind. Und vor allen Dingen, wenn wir den Kollegen Christian Tramitz da haben, denn der macht manchmal aus einem Seitenblick einen so großen Lacher, dass es meine halbe Stunde alles aus ist. Okay, ich hoffe, ihr habt jetzt auch was zu lachen. Wir reden natürlich gleich weiter. Bis dahin gibt's für euch den Filmtipp American Beauty. So, da waren wir eben. Wir sind jetzt aber schon in das Studio gegangen, wo die Synchronsprecher stehen. Und der Hartmut Neugebauer, der hat auch schon ganz berühmte Leute gesprochen. Sagt man gesprochen? Besprochen? Nee, gesprochen sagt man. Gesprochen. Ja, ja. Das war das John Goodman und Joe Pesci, glaube ich, ne? John Goodman, Joe Pesci, Gene Hackman. Lernt man die dann auch mal kennen? Nee, der Einzige, den ich kennengelernt habe, war Clint Eastwood. Aber nicht bei einer Synchronisation. Ach nee, und Sean Connery auch. Bei Name der Rose, da habe ich Sean Connery kennengelernt. Nicht schlecht. Ja. Aber ich habe ihn nicht gesprochen. Ich bin nicht seine deutsche Stimme. Ja, okay. Gut, das hätte ich jetzt auch gehört, glaube ich. Aber zeigen wir euch doch mal, wie sowas ganz genau vor sich geht. Mhm. Das sind unsere Takes. Mhm. Und wenn der Mike uns das Bild gibt, dann sagen wir es einfach mal drauf. So wie Charlie Naseweiß, der Kartoffelmops, hier seine Sachen von sich gibt. Jetzt kommt's. Ich bin eine Kartoffel unter Pantoffel, ich bin verheiratet. Das war jetzt ganz kurz. Können wir es nochmal haben? Machen, ja. Mike sitzt gerade hier in der Regie. Machen wir gleich nochmal, ne? Achtung, gleich geht's los.
Konzentration und... Ich bin eine Kartoffel unter Pantoffel, ich bin verheiratet. Ich bin eine Kartoffel unter Pantoffel, ich bin verheiratet. Das macht Platz für Single, du Weichkartoffel. Das war perfekt, wie auch der nächste Filmtipp, der nämlich heißt Erleuchtung garantiert. So, der Hartmut ist jetzt hintergegangen in die Regie und neben mir steht die Schauspielerin Karin Tietze, die die Jessie spielt, dieses Cowgirl. Hallo. Hallo. Du siehst ganz anders aus als Jessie. Komisch, ne? Das ist ein Zufall. Sag mal, wie kommt man dazu, überhaupt synchron zu sprechen? Also mich hat es als Kind schon immer gereizt, irgendwie also Zeichentrick zu gucken. Und ich habe als Kind schon immer angefangen, Stimmen nachzumachen. Und ja, klar, ich bin dann irgendwann Schauspielerin geworden und bin in die Synchronstudios marschiert und habe gesagt, guten Tag, ich möchte gerne synchron sprechen. Und dann gab es Probesprechen und prompt hat es geklappt. Und die Begabung hat gereicht und inzwischen mache ich das schon seit 12 Jahren. Und es ist eine sehr, sehr schöne Arbeit neben der Schauspielerei. Und auch ein gutes Standbein, denke ich mal, für Schauspieler, ne? Absolut, ja. Wer ist eigentlich genau die Jessie? Kannst du sie mal ein bisschen beschreiben? Jessie ist ein Cowgirl. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt da verraten darf, aber auf alle Fälle ist sie halt auch ein Spielzeugmädchen, was verschollen in der Kiste lebt und praktisch auf Woody wartet, um... ja, ich weiß ja nicht, darf ich das alles erzählen? Ja, ein bisschen. Du musst ja nicht... Okay, ja, Jessie lebt in der Kiste und sie warten eigentlich auf Woody. Das ist das dritte Spielzeug im Bunde oder beziehungsweise mit dem Pferd das vierte, was dann nach Japan ins Museum geschickt werden soll, weil das die einzigen vier sind. Und für Jessie ist es natürlich ein großer Traum, der dann in Erfüllung geht, weil sie dann nicht mehr in der Kiste leben muss. Aber sie ist eine Freche eher. Eine sehr Freche, also ein richtiger Kumpel auch. Wie schön. Da kommt echt die Stimmung auf. Also für euch gibt's jetzt bis gleich einen VHS-Tipp, nämlich die Simpsons Go to Hollywood. So, da läuft jetzt erstmal das Original. Wir dürfen hier bei den richtigen Synchronaufnahmen zuschauen. Es ist auch ein neuer Synchronsprecher hier, Walter von Haufen, mit dem werde ich nachher noch quatschen, spricht einen von den Hauptdarstellern, nämlich Buzz Lightyear. Und Karin und er werden jetzt zusammen einen Dialog machen, wenn der Regisseur das Okay dafür gibt. Gudi, dann mach ich den O-Ton aus. Okay, dann nehmen wir doch einfach mal auf. Mach mal doch. Ma'am, ich wollte nur sagen, Sie sind eine tapfere junge Frau mit wunderschön behaarten Farben, wunderschön gefärbten Haaren. Ich muss gehen. Bist du nicht der süßeste Weltraum-Cowboy, den ich je getroffen habe? Zauberhaft, danke. Das war wirklich zauberhaft. Und für euch gibt's jetzt einen Filmtipp, nämlich Der Knochenjäger. Hallo? Hallo? Ja, darunter steckt natürlich ein Mensch. Ihr habt jetzt hier einen Karton gesehen. Das ist Walter von Hauf. Hallo. Hallo. Ihr habt ihn ja vorhin schon mal gesehen, wie er da gesprochen hat. Und diesen Karton, die haben sie aufgesetzt, um diesen Space Ranger Captain Buzz Lightyear irgendwie... Ja, genau. Das ist so, der Buzz, der ursprüngliche Buzz trifft in dem zweiten Film auf sein alter Ego, auf den Super Buzz. Und Super Buzz ist zunächst als Puppe verpackt in einem Karton mit Zellophan bedeckt. Und nun mussten wir, hochtechnisiert wie wir sind, mussten wir uns was ausdenken. Und dann hat unser Tonmeister diesen Karton für mich entwickelt, weil einmal der Super Buzz aus seinem Karton dann plötzlich rausspricht. Und das gibt natürlich, das muss irgendwie tontechnisch dann so gemacht werden, dass das dann auch so klingt, als ob er und dann wiederum der richtige, also der erste Bass dann da reinspricht und so weiter. Und so haben wir das dann so mit Handmikro oder mal ohne und so, haben wir das dann so entwickelt, wie das klingt. Und das ist auch fürs Gefühl vielleicht ganz gut. Das ist wunderbar, ja. Man ist in der Kiste. Ja. Wie, apropos Gefühl, wie versetzt man sich dann überhaupt in so einen komischen Space Ranger? Was macht man da? Da macht man eigentlich gar nicht viel. Man muss ihn nur einfach angucken. Ich habe natürlich den Film vorher mir in Ruhe angeschaut. Und dann entwickelt man ganz schnell ein Gefühl dafür und macht das dann einfach. Und ich kann nur einen kleinen Tipp geben, ich denke, es gehen ja alle in den Film rein, guckt euch die Augen von Buzz an. Es ist wunderbar. Aber dazu verraten wir nicht mehr, oder? Okay. Mehr wird dazu erstmal nicht verraten. Gleich quatschen wir weiter. Bis dahin gibt es einen etwas anderen Filmtipp, nämlich South Park ist irgendwie ein bisschen heftiger, also erst ab 16.
Puh, ich sag's euch, das ist gar nicht so einfach. Ich habe hier mitgekriegt, wie viel Diskussionen hier immer so abgehalten werden. Das ist aber ganz anders als am Theater. Wie fühlt man sich so als hauptberuflicher Theaterschauspieler auf einmal im Synchronstudio? Was ist da der Reiz? Der Reiz ist, dass man seinen Körper nicht in dem Maße benutzen kann. Also man ist nicht als ganzer Mensch da, wie das auf der Bühne der Fall ist, im Normalfall, sondern man arbeitet mit der Stimme, natürlich mit Atem, mit was weiß ich, mit allem, was man zur Verfügung hat, auch mit dem Gehirn ein bisschen. Aber es ist eben nicht so, dass man über den Körper was ausdrücken kann. Der Körper spielt zwar mit, wenn man diese Figuren, also so eine Figur wie den Buzz Lightyear spricht, spielt das natürlich alles mit, aber es sieht keiner. Man hört hinterher halt nur die Stimme. Und man muss keine Gänge proben. Richtig. Das zum Beispiel muss man sich das wenigstens nicht merken. Aber man muss auch mit seinen Mitspielern oder Sprechern schon ein bisschen vorher alles einüben, natürlich. Ja, das machen wir, wenn wir im Studio stehen und die Takes uns durchsehen, dann wird das einfach so ein bisschen angespielt schon und ausprobiert und was da so geht. Aber viel, viel kürzer. Viel, viel kürzer, ja. Das stimmt. Das ist eigentlich, sagt man so, jeder Take ist eine kleine Premiere. Weil er wird probiert, zweimal vielleicht, und dann wird er gemacht und dann ist er im Kasten. Und dann ist das dann gelaufen. Jetzt würde ich mir doch noch gerne was anhören. Gerne. Und zwar, wie machen wir es jetzt? Einmal den Superbass oder den normalen Bass? Genau, versuch mal den Superbass. Also mit Kappe, ne? Nicht Ultrabass, das ist der. Ach, der Ultrabass. Ultrabass. 704. Genau. Jetzt höre ich einmal rein schnell. Ja, klar. Damit ich weiß, wo er ist und was er macht. Buzz Lightyear to Star Command. I've got an AWOL Space Ranger. Buzz Lightyear and Star Command. Ich habe einen unerlaubt abwesenden Ranger. Schöner kann man es nicht sagen. Bravo! Der Regisseur ist zufrieden. Den richtigen Bass. Und jetzt gucken wir nochmal. Wie er darauf reagiert. Nach dem richtigen, genau. Ich guck's mir einmal an. Tell me I wasn't this deluded. No backtalk. I have a laser. Sagt mir, dass ich nicht so beschränkt war. Also man fühlt schon richtig mit, ne? Absolut, ja. Ja, durchaus. Und es wird viel gelacht und auch wir haben sehr viel Spaß dabei, ja? Ja, Gott sei Dank. Ja, sonst kann man es ja nicht machen. Schön. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank. Gerne. Ach, herrlich. Ich würde das ja auch sehr gerne mal probieren. Mal gucken, ob ich den Regisseur nachher nochmal überreden kann. Genau, wir können auch nochmal mit ihm sprechen. Genau. Für euch gibt es jetzt keinen Filmtipp. Für euch gibt es die Top 5. Und jetzt sag Hallo zu Stinkepiet, dem Goldgräber. Habe ich das nicht gut gemacht? Das macht richtig Spaß, kann ich euch nur sagen. Und ja, jetzt habt ihr das mal gesehen, ne? Wie die deutschen Stimmen auf die amerikanischen Filme kommen. Toy Story 2 startet übrigens am 3. Februar. Geht alle rein, ne? Ihr habt ja gesehen, das wird ein schöner Film. Ich freue mich da auch schon drauf. Und das war's für heute mit Film ab. Wir sehen uns also nächsten Dienstag wieder. Bis dann. Tschüss.